Mit dem Arsch wackelt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Weiter geht's. Wir haben in der letzten Folge unsere Maske bekommen. Der Adler ist gelandet quasi. Ja, ab jetzt das Video heute mal in 720p, aber dafür vielleicht mit nicht ganz so viel Pixeln. Ich hoffe es zumindest. Der Livestream hält mich auf dem Laufenden, wenn es doch wieder doll pixelt. Aber die 1080 war mir einfach zu doll gepixelt. Beim Stream ist das ja immer so. Da muss man erstmal gucken, was die beste Einstellung ist. Und wenn wir zuerst auf die Karte gehen, dann machen wir hier gleich die erste Nebenquest. Geburtsrecht. Stufe 9 erforderlich. Und damit wir einfach das Gebiet hier safe haben und fertig haben, mache ich jetzt noch Geburtsrecht. Und danach machen wir die nächste Hauptstory. Und machen Aya. Reise nach Alexandria. Und das machen wir auch. Alexandria. Bisschen Englisch aussprechen. Alexandria. So. Hey. Du sollst da durch. Oh, was ist denn hier los? Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Okay. Die liegen. In was liegen die? Ist das Salz? Ist das Salz? Macht man die in Salz? Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass man das mit Salz macht. Einbalsamieren. Kennt sich da jemand aus? Arbeitet jemand in der Pathologie? So. Was los, Diggi? Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Magi. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter Iras hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Diese Iras würde ich gerne einmal kennenlernen. So, wo müssen wir hin? 500? Okay, da rufen wir den Gaul. Ich finde das voll geil, dass er jetzt wirklich mit so einer hallenden Stimme redet, weil er die Maske auf hat. Finde ich cool, dass sie das bedacht haben. Und mit einprogrammiert haben. So. Wir können hier auch wieder Dings holen. Komm her, du. Oh, nö. Schade, nichts getroffen. Bisschen, guck mal da unten. Machen wir die Homeboy-Zeiten ab. Die sind schlau, die Viecher. Aber ich brauche eigentlich das hier. Brauche nämlich Leder. Guck mal, die schlafen ja alle mitten auf der Straße. Ist doch kein Wunder, dass ihr eine mitkriegt. Wenn ihr auf der Schlafe straßt. So. Soldaten, Sie suchen bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Und Sie hoffentlich auch. Okay. Das heißt, wir müssen das ruhig machen. Aber ich will das nicht ruhig machen. Ich will den da auf jeden Fall mit dem Bogen vom Pferd ballern. Ice Cold Killer. Oh, der Stufe 9. Der stirbt nicht mal. So, das Pferd haut ab. Weil der hat nichts zum Plündern. Ist ja scheiße. Findet das Mädchen! Er kommt uns nicht nochmal! Boah, der ist so ein großer. Es gab doch aber auch einen. Es gab doch auch einen großen, den ich nicht packen konnte, oder? Das gab's auch schon. So, Diggi, was los mit dir? Gib ihm. Gib ihm bös. So. Ist gar keine doofe Idee. Ein bisschen Zehner sogar. Da ist noch einer. Neuner. Irgendwo was übersehen, oder? Diggi, komm, näher dir mal den Haufen hier, dann zeig ich dir mal einen echten Hasen. Zeig dir einen echten Hasen! So. Das ist jetzt echt nur noch einer. Normal, bis noch einer ist. Sie ist im Brunnen. Wenn die Soldaten sie gehört haben. Natschi,
doch nur noch einer, oder? Aber Leute, heute spiele ich besser als letztes Mal. Das habe ich im Gefühl. Ich habe zwar gestern schon versaut. Vielen Dank fürs Verloren. Was? Staubsauger? Was? Staubsauger MC. Herzlich willkommen, cooler Name. So. Haben wir alle. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann... ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier, an der Straße nach Alexandria. Das habe ich mir auch gerade so gedacht. Sehr vertrauenswürdig, wenn einer mit so einer Maske hier vor ihm steht. Im Fall der Fälle! Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Wo bist du denn? Die schreit hier rum. Vorhin liegen ja noch die ganzen Soldaten und grümmen sich. Jetzt nicht mehr. So, was haben wir hier? Ein Geier. Oh, das ist unser Adler. Und jetzt ist ein Geier. Den muss er erstmal treffen vor allem. Er kommt zurück. Halt doch mal still. Ah, ich geb's auf. Scheiß drauf. Scheiß auf dich, Adler. Geier. Was auch immer. So, wo ist denn unser... ach, guck mal, hier sind noch welche. Ach, der war doch locker getroffen. Die holen sich die Toten. Guck mal, jetzt passen wir viel mehr zum Pferd. So, Maske und Maske und so. Ne, das ist 400 noch was weg. So, hier haben wir aber was. Warte mal, das hier. Das war nur 150 Meter weg, das Fragezeichen. Das holen wir uns zuerst. Dann haben wir das. Was passiert hier? Greift mich jetzt. Hier kommen die Geier und zieht euch das rein. Saints for the Maske Match, Diggi. Bam. Missionsziel erreicht. Ah, hier ist ein Nest. Ah. Wir haben das Geiernest befreit. Sehr schön. Ich wollte auch eigentlich gar nicht stören, aber okay. So. Dann weiter geht's. So, suche in der Villa des Meisters nach Informationen. Steht da oben. Gucken wir mal. Hallo Snow. So, okay, dann werden wir unseren Geier mal kreisen lassen. Da gibt es lauter Dingsbums. Ui, da sehe ich doch schon was, was wir machen können. Den hier freilassen. Ist gefangen. Und da sind die Infos. Da sind Tauben und Taubenkacke. Ist da nur einer? Ist da nur ein Soldat? Ne, da stand noch einer. Okay, egal. So, dann stürmen wir mal die Hütte. Von hinten ist super. Gib ihm! Oh, das war sogar schon der Hauptmann. Und dann sehe ich eigentlich nur noch da. Ein Brief, ey, auf feinem Papyrus. Feinde werden getötet. Nee, warte, ich wollte hier. Wow. Oh, scheiße, da hat noch einer geschlafen.
Oh, zwei haben geschlafen. Drei. Oh, 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 oh. Mit Feuer haben wir schlechte Erfahrungen. Brennt die ganze Hütte nieder hier. Oh, nee. Ich muss hier weg. Wo ist denn der Gaul? Komm mal her. Der greift die ganze Zeit die Fässer an, anstatt die Typen. Vier sind es jetzt schon. Oh oh. Ich bin dann mal weg. Wow, 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 wow. Das war knapp. Das war schon eigentlich tot. Ja, wie viel das auf einmal werden? Wollen die mich komplett verarschen? Ich muss das auf jeden Fall leise machen. Eigentlich leise. Guck mal, die suchen jetzt alle da. Das ist eigentlich super. Alle schon abgelenkt. So. Und jetzt können wir da reinschleichen. Dum, 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 dum. Sophronius. Noch ein Mann, der zum Mörder wurde, nur um des Geldes willen. So. Bin dann mal weg. So, wo ist mein Pferd? Da steht's noch. So, wohnt am Westtor von Dingsbums. Das ist ganz geil, weil da müssen wir eh hin. Das trifft sich sehr gut, dass wir da hin müssen. Hallo Schwammi. Guten Abend. So. Achso, wartet mal. Ich wollte mal gucken. Ist hier noch irgendwas Geiles? Guck mal, der schläft. Dann können wir auf jeden Fall ein paar Ressourcen holen. Das werden wir auch machen. Attacke aufgeladen. Ziel anvisiert. Und Feuerwerk. Hey. Es tut mir auch echt leid um die Viecher, ja. Aber wir brauchen das. Das ist alles nichts. Und hier war irgendwo schläft. So, das gibt immer gut Leder. Oh, da was Totes. Geil, dreimal Pelz von einem toten Vieh. Warum war denn das tot? Wieder so ein Geier oder was? Oh, so ein Pelikan fehlt auch noch. Ah. Also überall Tote. Was ist denn hier? Ah, ein Krokofant. Komm raus aus dem Wasser, Diggi. Das ist nur ein Level 4er. Ich brauche deine Haut. Leute, das ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Viermal sogar. Krass. Das ist die beste Möglichkeit, um zu jagen. Mit dem Pferd einfach alles niedermetzeln. Kann ich jedem empfehlen. Ey, sorry. Gaul. Da schmeißt der Gaul mir ab. Haben wir noch irgendwo einen Krokofant eigentlich? Da hinten. Oh, hier gibt's Holz. Redet. Das Holz holen wir uns natürlich. Holz ist wichtig. Ach, guck mal, die kämpfen. Wie geil. Die kämpfen. Ja, ich würde sagen, ihr habt beide verloren. Oh nee, guck mal, er hat gewonnen. Dich lasse ich leben. Du hast gewonnen. Hau ab. Los, kusch. So, und der da hat Holz. So, ich... Ey! Nein! Das könnt ihr nicht bringen, Diggi. Das kannst du echt nicht bringen jetzt hier. Bleib stehen. Oh.
hier wird scharf geschossen, erschossen. So, komm her, Diggi. Jetzt fallen wir da nicht runter. Braucht dein. Oh, der ist aber. Kann sein, dass ich den nicht treffe. In your face. Du hast ein richtiger Assassin, ey. Ah, ich bin geblondet. 10-mal Holz. Nice. Können wir jetzt noch das Boot lenken? Das wäre richtig geil. So ein großes will ich auch mal fahren. Schade, können wir nicht. Aber wir können looten. So, ein Pfeil. Wow. Richtig fette Beute. Wo haben wir ihn abgelegt? Ist da noch ein Krokofant oder ist das der Tote? Das ist der Tote. Naja, immerhin ein kleines Stückchen sind sie gekommen. So. Ja. Du bist auch erblondet. Naja, ich war geblendet. Ist doch was. Wow, der hat mich wieder fast überfahren. Junge, Junge, Junge. Vor allem mit der Maske, die muss ich doch voll unter Wasser drücken. Die scheiß Maske. Beim Schwimmen. Oh oh. Wo ist er? Die sind auch krass getarnt, da oben ist er. Alter, die weichen noch aus, die Scheißviecher. Alter, aber. Hat er getroffen, ey. Nicht einen daneben gesammelt. So, wir brauchen auf jeden Fall eigentlich noch hartes Leder. Wenn wir gerade so im Wahn sind und. Das sind nur normale Dinger. Nö. Da hinten ist halt noch ein Krokofant. Ist das weit weg? Das ist eigentlich nicht so weit. Komm. Komm ran hier. Wir holen uns den Krokofanten. Aber haltet mir dann nicht vor, ich wäre schuld, warum die in Ägypten ausgestorben sind. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Oh, hier sind wieder komische. Die kann man nicht töten, oder? Also kann man töten, aber nicht looten. Scheiße. Voll umsonst gestorben. Hm. Das ist die Tür. Die Türschützer. Ey, ich habe heute ein Wortgulasch, Leute. Ich erfinde heute neue Wörter. Die Türschützer. Komm her, Klapperstorch. Ah, den habe ich nicht getroffen. So, wir müssen hier gucken. Hier ist noch irgendwo ein Koko. Alter! Hier sind Nilpferde. Hallo. Wo greifst du an? Au! Greifst an! Geil, aber den Dickhäuter, den brauchen wir. Alter, guck mal, wie schnell die Viecher sind. Was tut der? Au! Au! What? Ah, Hilfe! Wie geil! Guck! Au! Au! Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss. Au! Au, die holen einen vom Pferd, die Schweine. Also die Flussschweine. Au! Oh, fuck. Die machen ganz schön Damage. Komm hoch und weg. Wow. Alter. Die Mistviecher. Aber das ist auch. Guck mal, das ist so ein Boss-Ding. Ja, mach ich halt Fernangriff, so. Was hast du davon, Arschloch? Wenn ich den treffe. Na komm doch, komm doch. Oh, der war nicht getroffen. Aber wie schnell die sind. Sieht voll geil aus. Ey. Okay, einen haben wir. Zeig mal, was gibt denn der? Ah, der gibt auch hartes Leder. Vielen Dank fürs Follow. Herzlich willkommen. Oh, ich hab deinen Partner getötet. Dich auch. Das tut mir immer leid, weil das sind eigentlich so niedliche Tiere. Das muss man schon sagen. Ich mag die, wenn die irgendwo im Zoo sind oder so. Guck mal, hier ist voll eins aufgeschlitzt. Alter. War das noch eins? Ja komm, wenn wir die schon ausrotten, dann richtig.
Wenn wir die schon ausrotten, bin ich ein Arschloch heute wieder. Eigentlich bin ich der liebste und netteste zu Tieren, weißt du? Ich könnte nie ein Tier was zuleide tun. Aber wir brauchen das halt, Leute. Ach, die Arme. Jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich wieder Schuldgefühle. So. Scheiße. Aber wir können auch craften. Klapper Storch! Es gibt keine Kinder mehr. Es gibt keine Kinder mehr. Aber der bringt mir nichts. Der bringt mir nur, dass ich das Vieh an sich habe. Und 2 EP. Toll. So, wir können craften. Das machen wir auch. Können wir die Brustplatte jetzt langsamer machen? Genau, die gibt mehr Gesundheit. Das brauchen wir. Oh, wir können schon die nächste? Ne, können wir nicht. Oh, da fehlen nur noch 3 hartes Leder und 2 weiches Leder. Sieht man ja, wie tierlieb du bist. Ey, komm, ich konnte da nichts für. Und Fernkampfschaden ist eigentlich auch. Wir brauchen auf jeden Fall weiches Leder. Das heißt, jedes Vieh, was uns jetzt hier vor die Flinte läuft, was weiches Leder hat, hat heute einen Pechtag auf jeden Fall. So, mal gucken, wo wir die finden. Ich kann die wieder nicht töten. Schafe gehen nicht. Da ist eins. Einmal Leder. Der ganze Wald liegt hier voll mit toten Tieren. Ach, der Irre war wieder da. Kann man hier mal die Leichen beseitigen? Ah, ich sehe keine. Liegt auch wieder totes Viehzeugs. Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. So, nebenbei auch mal gleich die Stadt gefunden. Komm her, ich brauche euer Leder. Deswegen kann ich ja da wohl nichts für, ja. Es ist so programmiert, dass man das machen muss. Ich tue nur Sachen, die mir weiterhelfen. Das ist nichts Persönliches. Sagt man doch so schön. Guck mal, das hätten wir durch die ganze Stadt noch schön vorgeführt. Oh, springt! Ah, ich treff's nicht. Oh. Ey, das rennt echt durch die komplette Stadt. Ich will's doch gar nicht so hetzen. Oh. Jetzt bleib stehen! Ich krieg dich, du Sau. Bleib stehen! Ich will nur reden! Wir können das friedlich klären. Ach ja, wir haben übrigens Alexandria gefunden. Und jetzt haben wir das Vieh auch endlich. So, jetzt können wir aber craften. Und zwar Fernangriff. Oder halt, wir warten und holen uns noch 3 hartes Leder. Fernangriff und das war Nahangriff. Ach komm, wir holen uns hier Fernangriff. Bogen ist cooler. Nur nette Seitenhiebe. Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So. Hier ist wieder eine Rechen-Quest. Machen wir. Ey, guck mal, hier ist ein Kamelhändler oder was? Was ist das? Kaufen. Ich kann Kristalle kaufen. Legendäres Herstellungsmaterial wird meist in Militärlagern gefunden. Okay, nee, brauchen wir nicht. Und hier haben wir eine Truhe. Er hält eine zufällige Waffe oder ein Schild. Nö, der zieht uns ab, Leute. Aber vielleicht können wir den ein paar Sachen verticken. Unnötige Gegenstände, guck mal. Wow, das gab Money, ey. Crazy shit. Ja, komm, den Rest kannst du stecken lassen. Wir sind weg. Wobei, hier ist noch so eine Mission. Die machen wir auch. Hallo. Magi, großer Krieger, komm. Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle.
Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich habe schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um. Wenn du willst, guter Neb, habe ich auch noch andere Aufgaben. Guter Neb, sagt er. Ich neb dir, kleiner Junge. Du bist ein Napp. So. Nomadenbazar. Das Kamelsymbol zeigt dir den Standort von Reda, dem Händler. Da waren wir doch gerade. Ja, Digi, brauchen wir nicht. Schaffe Handelsware. Machen wir aber nicht. Wir machen jetzt erstmal hier Geburtsrecht fertig. Geburtsrecht, wo finden wir das denn? Am Westtor. Achso, wir sollen wieder suchen. Dann machen wir doch. Oh, guck mal, wir sind sogar richtig. Sehr schön. Aber wir gucken uns hier ganz kurz noch um. Ah, wir haben wieder neue Nebenquests, weil wir die Stadt gefunden haben. Und was ist das eigentlich? Kann man das essen? Ist, glaube ich, ist das nicht dieses Metall? Bronze? Bronze ist das. Bronze, glaube ich. Kann ich euch aber nicht genau sagen. Ist doch der, der da hinten kommt, oder? Oh, zwei sogar. Okay, dann holen wir uns hier auf dem Kamel erstmal. Ey, der will abhauen. Oh, au, au. Ja, du muckst. Oh, es sollte hier weg, Leute. Die sind ganz schön gemein zu mir. Aber ich wollte ja eigentlich noch das, Alter, machen die Damage. Ich brauche mehr Rüstung. Ich brauche bessere Rüstung. Der ist abgehauen. Hallo? Oh, die rennen alle an mir vorbei. Sehr schön. Die Stadt ist voll geil eigentlich. Darf ich das mal anmerken? Der rennt da auch weg, als hätte er mich nie gesehen. Sehr schön. So eine Maske ist auch mega unauffällig, Leute. Die trägt hier jeder Zweite. Die war bei Kick im Angebot. Und deswegen, da hinten sollen wir hin, stimmt. Da war ja was. So. Wo muss man lang? Hier lang. Oh. Macht er. Zu seinem Kamel. War hier nicht noch irgendwo der Lappen mit dem... Da, guck mal. Der hat sogar Erz, glaube ich. Oh, kriegt der wenig Schaden. Au. Digga, ich baller dich vom Pferd, wenn es sein muss. Yalla, yalla. Wo ist der Loot? 10 Eisen, schnell weg. Wir sind voll der Bandit eigentlich, voll der Pirat. So, und eigentlich könnte man wieder zurück. Das ist von mir. Was? Was ist von dir? Ich weiß nicht, was du meinst. So. Hallo Ericsson, guten Abend. So, jetzt gehen wir aber mal zum Ziel da. Wir haben jetzt gut Loot gemacht. Materialien bekommen. Jetzt werden wir mal zum Westtor gehen. Aber das Pferd ist jetzt schon wieder so langsam. Warum bist du jetzt schon wieder so langsam? Du Gaul. Das verstehe ich nicht so ganz. Manchmal ist es schnell. Ah, da war es wieder. Manchmal ist es schnell, manchmal ist es langsam. Vorsicht, Vorsicht. Ah, rechts vor links. Ist das Problem bei der Dattelpflanzung schon beseitigt? Ich war das nicht. Das ist nicht mein Pferd. Das habe ich gefunden. Es läuft mir ständig nach. So. Oh! Was? Was? Warum? Der will mich töten.
Hey, wir können über alles reden, Diggi. Schnell und flink wie ein... Jetzt will ich dich auch töten, du Arsch. Oh, wir haben Bauern getötet. Au! Au! Stirb doch jetzt! Arschloch, der wird immer noch verfolgt, kann es sein? Gehen die alle auf den los? Oh. Warum seid ihr denn so gemein? Finde und eliminiere. Den brauche ich ja gar nicht eliminieren, wenn die das schon machen. Au, ich komme um die Ecke und krieg ein paar. Ist der eigentlich total bescheuert? Ja, geht da lieber aus dem Weg. Der rennt hier durch die komplette Stadt. Sehr schön, dann kriegen wir wieder das komplette Gebiet aufgedeckt. Alter, hau ab da mit deinem Bogen. Ach, Diggi. Die halten aber auch nicht still. Au! Guck mal, wo die langrennen vor allem. Das ist, glaube ich, nicht geplant, oder? Vielleicht bugge ich wieder irgendwo fest. Oh, ich habe getroffen. Ich habe noch meine Spezialattacke. Guck mal, die mache ich jetzt. Wow, schnell weg. Einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Wenn ich überlebe, Diggi, wenn ich überlebe. Au! Ah! Puh. Das war knapp. Guck mal, die Fische, die schwimmen Fische mit mir. Das war knapp, ey. Nee, 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 nicht Rip Incoming. Kannst aber knicken, ey. Wir haben es geschafft. Ach, guck, die wissen nicht, wo ich bin. Wissen sie, kommt jetzt noch irgendein Boot wieder angefahren und fährt mich tot. Oder ein Alligator. Ist alles zuzutrauen. Ist alles zuzutrauen. So, okay. Was sollen wir jetzt machen? Achso, zu seinem Haus. Das Haus infiltrieren. Heißt das so? Ja, aber das heißt infiltrieren. Oder inspizieren, sucht es euch aus. Wenn wir dann hier mal über die Mauer kommen. Da liegt er noch. Finde und eliminiere, haben wir doch gemacht. Okay, dann lass uns den töten. Hallo. So. Sollen wir den Tod bestätigen noch, oder was? Tatsächlich. Was meinst du? Also die 10 Tode? Nein. Heute nicht. Heute sind wir gut drauf. Ihr seht das, ich bin noch nicht einmal gestorben. Es war knapp, aber ich bin nicht gestorben. Aber ich bleibe immer noch dabei. Das ist bis jetzt, finde ich, der schwierigste Teil. Der schwierigste Assassin's Creed Teil. So, wir haben, genau, wir machen Hauptstory weiter. Was beschaffe? Handelswaren. Kriege ich selten einen Speer. Das will ich machen. Aber da kriegst du natürlich nicht angezeigt, wo die sind, wa? Die musst du einfach so finden. Da ist was, okay. Lass uns doch da mal hingehen. Seltene Speer hört sich gut an. Die Bezahlung stimmt. Gucken wir mal.
Körper. Und mit der, vor allem mit der Maske voraus. Kommt es ja gleich auf den Grund. Oi, das Maisonus Afrosinis. Oh, was kriegt mir noch? So, gucken wir mal. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass da nur eine. Ist da nur eine Ware? Anstatt sich an den Ring festzuhalten, macht er natürlich, nimmt er die Fugen. Sehr schön, so wie da unten. Natürlich ist das wieder Sperrgebiet. Ist ja schon hier oben. Konfiszierte Ware. Noch schnell plündern und bin ich schon wieder weg, Leute. Ich bin schon wieder weg. Ich war nie da. War es da schon? Jetzt kriege ich meinen krassen Speer. Weh, der ist nicht krass. Weh, der ist schlechter als den, den ich jetzt habe. Ich denke schon, dass man die versteckten Klingen noch kriegt. Die sind ja auf dem Bild auch angezeigt. Das tut weh. Au. Sind ja auf dem Bild auch angezeigt, auf dem Cover. So, müssen wir jetzt wieder durchs Wasser. Gar keinen Bock. Oh, das war knapp, ey. Da gibt es so krasse Videos, wo Leute aufkommen. Boah, ich da dran denke. Schnell Thema wechseln. Blümchenwiese, Blümchenwiese, Blümchenwiese. So. Gleich Kopfkino. So. Oh, was hier? Hier können wir looten. Schön alles klauen, den Säcken. Was? Wolltest du was von mir? Kleiner Pfadfinder. So. Dann, lass uns mit dem quatschen und danach machen wir endlich die Hauptmission weiter. Ihr wisst, ich raste so ein bisschen durch die Mission. Und hier ab durch den Kohl, sehr schön. Ah, Mist, ich bin falsch abgewogen. Auf dem Weg noch einen Apfel geklaut, sehr schön. So, Diggi, ich hab dir deine Ware gestohlen. So, was kriege ich jetzt von dir? Außer ein Level Up. Oh, der ist besser. Yeah, neuen Speer. Yeah, neuer Speer. Das reimt sich. So, nice. Scheiße. Wo ist er denn? Da unten. Oh, wir haben auch noch einen Kolben. Habe ich jetzt den Kolben bekommen oder was? Okay. So, als nächstes bräuchten wir eigentlich echt... Hier brauchen wir sogar schon Bronze, crazy. Als nächstes bräuchten wir tatsächlich... hartes Leder und weiches. Naja, aber das machen wir später. Jetzt machen wir erstmal die Hauptmission weiter. Hauptmission, Hauptmission! Da, oh, guck mal, die ist voll in der Nähe. Sehr schön. Idiotin! Idiotin, sagt er. Was los? Bin faul. Wo ist der Gaul? Ich bin faul. Boah, da kommt er angepisst. So. Schöne Gegenfahrbahn. Geisterfahrer gesichtet. Geisterreiter. So. So, lieber Chat, macht mal Zwischenstand. Wie ist es mit den Pixeln? Pixels doll? Pinkels gar nicht? Mach mal Spruch. Oh, Auffahrunfall. Serapis. Die Schlange bekommt eine Antwort. So, wo müssen wir denn hin? Erstmal nach oben. Oben ist generell nie verkehrt. Vielen Dank fürs Followen, John. Herzlich willkommen, John Wayne. Wo geht's denn hier überhaupt rein, da in den Schuppen? Ich finde keinen Eingang. Ah, hier.
Ihr habt interessante Ideen. All diesen sehr radikal. Was? Beängstigend. Er schreit ganz da schön. Da hast du recht. Aber kann er sie nicht prägnanter formulieren? Quest beendet. Große Bibliothek. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Maik, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadius lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadius? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Habe ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Der hat keine Augen, habt ihr gesehen? Und als es die Treppe, als man die Treppe gesehen hat, wo die sich am Anfang unterhalten haben... Ihr glaubt, er sei ein Poet! Da sind der moderne da unsichtbare Sophokles. Fußspuren langgelaufen. Kennst du sein episches Gedicht? Oder an eine Mutter... Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Okay. Wenn es denn hier auch einen Eingang gibt. Genau da. Hab etwas Vertrauen. Wenn du das sagst, muss das ja stimmen. Alter. Der hat's eilig. Was hättest du jetzt gemacht, wenn da kein Wasser drin gewesen wäre, Digi? Dann hättest du kurz Platsch gemacht, aber nicht mit Wasser, sondern mit deinem Körper. So. Bam. Fackel. Es ist zwar eigentlich schön ausgeleuchtet, aber wir nehmen trotzdem die Fackel. Sieht cooler aus. Ulala. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Chemur. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Da sag ich doch nicht nee. Und herzlich willkommen ins Follow und Schwarz. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze.
Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Actaeon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäus' Hof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Na, endlich haben wir die Klingen gefunden. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadio... Was ist das? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanas dich durch die Grube geschickt hat. Okay. Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins. Mein Liebster. Oh, sind sie nicht romantisch? Aber wisst ihr, wenn es sowas wie Zensur und so nicht geben würde, was die ja noch alles eingebaut hätten, hätte die gerade kein Oberteil angehabt. Du, im Wasser. Wer ist die Schlange? Das muss ich noch herausfinden. Im Palast muss es einen Hinweis geben. Such nach dem Siegel, das auf dem Brief war. Es ist zu gefährlich, das Versteck zu verlassen, solange Gennadios und seine Männer nach mir suchen. Okay. Gut. Loot irgendwo. Sie ist Loot. Da ist Loot. So. Naja. Können wir auseinandernehmen. Dann machen wir doch die nächste Quest. Oder ist die sogar noch ausgewählt? Die ist sogar noch ausgewählt. Was stand da jetzt? Lesen. Dann fragen. Eliminiere Gennadios und die Schlange. Okay. Machen wir. Dann wieder raus hier. Ding, ding. Ach, hier kommen wir gar nicht lang. Ich muss zum Hafen. Stimmt, hat die ja gesagt. Ich muss zum Hafen. Beziehungsweise, da geht's zum Hafen. Hier sind wir ja ewig weit runtergesprungen. So, hier pennt die. Und da oben sieht es nach offen aus. Gucken wir doch mal. Aber irgendwie komme ich nicht hoch. Was für eine liebe Schnulze. Ist doch schön. Lass sie doch auch mal. Nein! So, wo komme ich jetzt hier raus? Sicher findest du das Siegel irgendwo im Palast. Ich kann das Versteck nicht verlassen, solange Gennadios lebt. Da. Augen auf. So, gucken wir mal, wer die Schlange ist.
So. Aber Ende der Schlange. Ende der Schlange und den töten. Hier das erstmal Stufe 11. Das machen wir zuerst. Komm her, Gaul. Der Faule hat einen Gaule. Sein Name, der war Paule. So. Und wenn wir dann später wieder irgendwo weit hin müssen, dann werden wir auch wieder looten. Wir können aber tatsächlich ab und zu hier mal gucken. Wie zum Beispiel. Na gut, das ist ganz schön weit weg. Irgendwas in der Nähe. Das da zum Beispiel. Das kommt sogar direkt auf uns zu. Lass mich durch, ich will nur den einen. Oh, das geht nicht gut, das sind viel zu viele. Los, erscheine, Loot, erscheine. Oh, jetzt muss ich aber weg. Sehr schön. Schnell weg. Es ist ruhig heute. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Bisschen wie GTA hier. Alter, wo wir hier aber auch lang reiten können. Kann das da runter? Wow! Wow! Leute, das ist ein Pferd, auf dem ist. Auf dem? Ja, auf dem ist Verlass. Außer durch Türen. Durch Türen, das müssen wir ihm noch beibringen. Wow! Alter, wie weit das springen kann, ey. Das hat eine gute Federung. Da haben wir nicht gespart. Mit der kommen wir auf jeden Fall durch den TÜV. So, wir haben es gefunden. Aber ab hier müssen wir zu Fuß weiter. Krass, ey. So. Oh shit, hier ist Sperrgebiet, Sperrgebiet, Sperrgebiet. Boah, das war knapp. Lass uns mal aufs Dach. Wenn es denn hier ein Dach gibt. Ja. Hoch. Nicht wundern, wenn hier irgendwo einer liegt. Oder steht, so wie der da. Ey, Diggi! Nimm die Pfoten da weg und töte den. Bam! Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht. Vielen Dank fürs Follow und herzlich willkommen. Achso, hier Falle legen. Das ist die Alarmdings, stimmt. Wir sollen den töten. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Das war knapp. Bam, in your face, bitch. Zack, da ist er tot. Das ist ein Cheater, Leute. Das ist ein Cheater. Und ich krieg die ganzen Pfeile vor allem wieder. Tod bestätigen. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten! Deine Hure von Weib ist eine Mörderin! Vorsätzlich und unverhohlen! Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt! Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache! Möge der Verborgene dich begrüßen.
Der Fürst der Duat erwartet dich. Coole Sequenzen auf jeden Fall, die da mal kommen. Pilakes sind hinter dir her. Sie sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. What? Ich brauch Stufe 2, ich brauch die schwere Keule, Leute. Schwere Keule. Hey, ihr seid wohl immer noch aggro auf mich. Wartet mal. Müssen wir erstmal eine neue Quest auswählen, und zwar Schlange. Wo finden wir denn die Schlange? Schnell weg. Autsch. Da hinten. Vielen Dank fürs Followen. Skiller, herzlich willkommen. Viel Spaß auch dir. So. Huh. Au. Oh, das war. Das stand hier nicht unser Pferd. Ey, wir sind so gut, Leute. Wir sind so gut. Ich hab den Gaul wiedergefunden. So, müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Entschuldigung. Ah, Elefant im Porzellanladen. So. Whoa. They see me rolling. They see me riding. So. Ich brauche unbedingt Level 12. Ich will die Waffe benutzen. Die sah mächtig aus. Die hört sich mächtig an. Neuer Ort. Königlicher Palast. Natürlich wieder Sperrgebiet. Was sonst? Ich feiere diese Mucke, die dann immer kommt. So, wir müssen aufpassen. Geht der One-Shot? Nee. Der? Auch nicht. Okay, dann machen wir das ruhig, in der Hoffnung, dass der da hinten sich jetzt nicht bewegt. Zack, rein die Klinge. So, hat man das auch geklärt. Ey, halt, hier war einer. So, jetzt können wir mal Adler machen. Das ist das Ziel. Guck mal, die ganzen Schiffe, ey. Irgendwie kann man hier ja auch noch Dings machen. Man kann ja auch noch irgendwie eine Flotte. Ich habe die Gold Edition, da gibt es irgendwie, da kann man so Flottensachen machen. Also, kein Flottendreier, sondern hier so Schiffsflotten. Da müssen wir auch mal gucken demnächst irgendwann. So, treues Pony. Das war nur Glück, was, dass ich das Pony wiedergefunden habe. Hör auf, das war alles gewollt und gekonnt. Und überhaupt. So, wir schleichen uns hier mal lang. Da kommt einer, Sieht er uns? Okay, er sieht uns nicht. Den müssen wir töten. Ja, lauf du mal schön da hier hinten. Vor allem das Geile ist, dass er jetzt immer den Loot automatisch aufsammelt. Das finde ich so vorteilhaft und voll chillig. So. Oh, ich liebe dieses Schleichzeugsbums. Mache ich viel lieber als so die ganze Zeit Action. Oh, hier noch einer. Natürlich, verstehe die Frage nicht. So. Da kommt noch einer. Zum Glück haben die Schlüpper an, ey. So. Okay, wie kommen wir da rein? Ist hier irgendwo offen? Hier ist offen. Autsch.
Pfeile haben wir. Pfeile haben wir. So. Da liegt dieser. Ne, Löwe. Ja, vor der Löwenkopf. Alter. Ja, sieht schon ganz geil aus. Muss man schon sagen. Würde ich mir auch ins Zimmer legen. Natürlich keinen echten. Oh. Hallo. Ah, der ist zum Beispiel nicht tot. Ey, ich krieg dich niemals tot, ihr zwei. Au, au. Muss hier weg. Machen wir schnell weiter. Bevor die kommen. Ah, die kommen. Die kommen nicht mal. Sieht wichtig aus. Sieht wichtig aus. Gegenstand. Verschlossen. Ah. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Okay. Hallo Icy, Grüße. Hä, aber was brauche ich dafür? Den Schlüssel logischerweise. Wartet mal, da leuchtet noch was. Eine Leiter. Eine Leiter. Eine Leiter. Was soll ich jetzt sagen? Nö, da ist nix. Wo krieg ich jetzt den fucking Schlüssel her? Loot! Braucht den Schlüssel. Hat jemand den Schlüssel gesehen? Wer ist die Schlange? Fand ich übrigens sehr nett von Ubisoft. Die haben gemeint, ich soll das doch nicht bitte nicht unbedingt zeigen, wer die Schlange ist. Um meine Fans nicht zu spoilern, um meine Zuschauer nicht zu spoilern. Wer sich ein Let's Play anguckt, der ist doch logisch, dass der gespoilert wird. Aber wo muss ich jetzt hier hin? Das ist eine gute Frage. Guck mal, wenn hier eine Leiter liegt, dann eigentlich da oben, aber da ist nichts. Eine Leiter. Und hier Gegenstand. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Das check ich nicht. Das ist mir echt zu hoch. Vielen Dank fürs Followen. Herzlich willkommen, Crusader. Vielleicht doch die beiden Typen da unten eliminieren. Eliminieren, ich muss euch eliminieren. Aber wisst ihr, was wir da machen? Der ist doch schon fast tot, oder? Oh, da ist noch einer. Okay, lass den erstmal abhauen. Ne, da gab es keine Klappe an der Decke, leider. Jetzt aber schnell weg. War knapp, aber untersuche die Kammer des königlichen Schreibers. So, pass mal auf, den holen wir jetzt ganz easy. Hinstürmen und drücken. Und wieder wegstürmen. Aber das muss ja da oben sein. Kammer des königlichen Schreibers. So. Hier ist halt nichts da oben. Und hier steht die fucking Leiter. Die ist ja bestimmt kaputt gegangen. Ist ja logisch. Hier ist nichts. Eigentlich liebe ich solche Rätsel, aber gerade habe ich da null Bock. Ah, ah, ah.
Da ist der Schlüssel. Ah, ein Schlüssel. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. So, der Palastschreiber. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Werde ich den Naked Eared Eudorus töten? Die Frage ist, wollen wir ihn nackig sehen? Das ist die viel wichtigere Frage. Im Badehaus. Ich glaube nicht, dass die hier mit Badehose baden. Oh, was ist er denn? Er trägt da jemanden. So, wir hocken mitten im Blumenbeet, unauffällig wie eh und je. Aber ich renne jetzt einfach. Tschüss. 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 Au, oh, natürlich trifft ihr. So, schnell weg hier. Go, go, go. Hier oben dürfte ja keiner mehr sein. Au, oh, jetzt reicht's aber. In your head. In your head. In your head. In your head. Bam. So. Jetzt haben wir aber hier eine krasse Keule, ey. Ist eher wie so eine Lanze, oder? Das war knapp. Das war knapp. So, ich stehe. So. Wo ist jetzt das Badehaus? Können wir jetzt mal bald. Achso, wir brauchen ja Level 12 für diese krasse Waffe. So. Au. Oh, hier ist aber schön Dickicht. Dickicht. Ist auch ein scheiß Wort, Dickicht. Komm, es gibt XP-Punkte. So. Wir hatten noch einen Dingsbums, einen Fähigkeitspunkt. Und zwar genau zwei. Jetzt lasst mich mal gucken. Halt einen leichten Angriff, das war das. Und hier war Höchstleistungs. Da gibt's mehr XP. Eigentlich wäre ich ja versteckte Klinge. Nee, Kettendings nicht. Ultra-Höchstleistung. Verdoppelt den Schaden deiner Höchstleistungs. Heimliche Killserie. Aufeinanderfolgende Attentate? Jawohl, das machen wir. Dann kriegen wir nämlich mehr XP. So, ausrüsten, können wir irgendwas craften? Nee, können wir nicht. Nahkampf haben wir, ein neues Schild. Alles schlechter. Oh, hier ist noch, achso, er hat Level 12. Ich brauche Level 12! Haben wir eigentlich mal einen besseren Bogen hier langsam? Nur diesen Scharfschützenbogen. Mit 5 Schuss. Oder? Nee, doch nicht. Der hat mehr Schuss. Wann habe ich den denn gekriegt? Okay. Krass. So. Ja, wir überlegen, ob wir die anlassen oder doch die andere nehmen. Ich finde die irgendwie doch besser, oder? Komm, wir wechseln öfter mal durch. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann scheiß drauf. Dann holen wir uns... Dann ziehen wir uns öfter mal um. Denn ihr wisst ja, die Tasche muss lebendig sein. So, jetzt sind hier natürlich lauter Spackos. Wow, wow, wow.
Du hast nichts gesehen, nichts gehört. Ich bin ein Geist. So. Komm ran, Diggi, komm ran. Kriegst du ein paar. Kriegst du ein paar, kriegst du ein paar. So, das hat 10 XP gegeben. Merkt euch das mal. Mal gucken, wie viel ich jetzt kriege mit diesem aufeinanderfolgenden. Steht wieder 2. Munition voll. Jetzt sollen wir ins Badehaus, ey. Ich wette, es gibt wieder keine Nackten zu sehen. Die sind auf Nummer sicher gegangen. Oh, der sieht mich fast. Dün, dün, dü, dü. Naja, das sieht auch in der Nähe sein. Neuer Ort entdeckt. Grabmal von Alexander dem Großen. Aha. Ach, da ist zum Beispiel ein Kopfgeldjäger. Ich glaube, da muss man echt aufpassen. Die sind bestimmt richtig stark. Au! Boah, da kriege ich immer kurz Gänsehaut, wenn der so tief fällt. Wieso? Wieso eitel? Was meinst du damit? Okay, wir sind wieder auf normaler Straße. So, wo ist das Kack-Badehaus jetzt hier? Halbe Stadt durchquert für die Kacke. Dann sieht man nicht mal Nacktige. So. Die hätten so eine krasse Sache einbauen können, so eine FSK 18 Sachen, wo die beiden sich jetzt nach Ewigkeiten wiedergesehen haben. Aber nee, da rasiert sie ihm den Kopf. Voll uncool. Voll langweilig. Nein, ich habe den Chat nicht eingeblendet. Warum soll ich den Chat im Live-Let's Play-Dingsbums einblenden? Was? Dann würdest du den sehen. Das, was man auf YouTube sieht, ist das, was du hier siehst im Stream. Wir sind nackig. Wir sind nackig, Leute. Aristo will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Seine Frau? Die wird auch immer gleich hysterisch wegen gar nichts. Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Okay, es ist einfach nur ein paar Holzlatten mit Efeu drüber. Ah, guck mal, auf dem Knie, sie putzt hier. Oh, Baby. Ach nein, komm. Wir gehen. Was ist los? Dein Tuch zu eng, oder was? Der hat ihn auf dem Arsch. Habt ihr das gesehen? Er hat ihn so heimlich so, also warte, damit ihr es auch seht, auf den Arsch gehauen. Die Sau. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr. Darf ich da nicht durch? Okay, okay, okay. Au, ich hab doch gefragt. Ah, okay, lass uns doch mal machen. Lass es uns. Man kann da nicht rein. Also, wer wissen wollte, man kann da leider nicht rein. Scheiße. Das war der erste heute, Leute. Die 1. Grüß dich, Micha. Nein, die 1 war das, nicht die 11. So, okay, wir müssen da rein und zwar. Arresto will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Ist der nicht nackig? Nein. Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise. Ich war am Hafen und weiß es von Arrestos Frau persönlich. Sieh dir diese Decke an. Einfach göttlich. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr. Der ist richtig gut, John Wayne. Der ist richtig gut. Musst du vielleicht Eintritt zahlen? Nee, man darf da einfach so nicht rein wegen dem.
Ach, guck mal, er muss da oben lang. Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Tolle Myers ist ein willloser Schwächling. Man darf da nicht rein, weil der der Herr drin ist. Na, guck mal, man kann von oben, man kann sozusagen spannen und stalken. Ach, guck mal, der ist ganz allein. Kann ich irgendetwas für dich tun, mein Herr? Geh mir nicht auf die Nerven, wenn's recht ist. Dummkopf. Dummkopf, du Dummkopf. Das ist auch ein krasses Wort eigentlich, oder? Krasse Beleidigung. Du Dummkopf. Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Überall unser Junge. Ich mache ihn mit Absicht. So, entkomme aus dem Badehaus. Hat er eigentlich Hut? Nö. Oh, wir haben wieder eine Pfeife erhalten. Wir haben ein seltenes Nilpferd erhalten. Was können wir denn eigentlich? Guck mal, die haben alle zugeguckt und geklatscht. Habt ihr gesehen? Die haben Applaus geklatscht. Ermordet! Bei den Göttern! Er wurde ermordet! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Es ist Diodorus, arme Seele! Ihr Stalker! Was mich aber interessiert, wir gehen mal auf Inventar. Warte mal, Ausrüstung, haben wir was Neues? Achso, ist gerade nicht, stimmt. Inventar, so, was habe ich denn davon? Als Flusskuhspeck. Das kann man dann einfach nur verkaufen, oder was? Das Fleisch davon. Oder grillen, Barbecue machen. Arschbombe! Was, was, warum? Ich bin einer von euch! Ich bin einer von den Badegästen! Oh, oh shit, ich muss hier weg. Der hat was im Hals. Rochi, Rochi. So, schnell raus hier. Ey, Diggi. Die verlassen oder Konflikt beenden. Wollt ihr mich komplett verarschen? Wie soll ich denn... Als ob ich die jetzt alle töte. Jetzt schießen sie wieder mit Pfeilen. Au! Geh doch um die Ecke rum, du Arsch! Geht doch. Zieh dich hoch! Boah, der war richtig knapp. Kommen die hier überhaupt hoch? Oh ja, die klettern hier hoch. Das war knapp. Verrat mich doch nicht. Guck mal, die sind jetzt alle da hinten, so. Schön den Arsch ins Gesicht gedrückt. Oh, jetzt kommt hier wieder runter, oder was? Ach, geh mir doch nicht auf den Sack da hinten. Ich will euch nicht töten.
Bogen haben wir auch nicht. Ich hab einen Pfeil im Arsch, das muss so. Kommt der hier hoch? Ja, er kommt hier hoch, das heißt, wir können ihn uns holen. Scheiße. Vor allem, mir fällt gerade auf, ich habe ja gar keine Waffe. Wie soll ich den denn bekämpfen? Oh, jetzt kommen die. Habt ihr gehört, aber Nelson? Ha, ha. Ja, ich muss das eigentlich ruhig machen wahrscheinlich. Die Säcke verraten mich halt auch die ganze Zeit. Ich feier diesen Nelson. Weil die sind da so. Wir müssen ihn echt mit den Fäusten besiegen. Ja, Stufe Aufstieg 12. Das heißt, wir können die krasse Waffe benutzen, wenn wir denn hier lebend rauskommen. Boah, was war das? Hey, Dicky, du hast deine... Nein! Oh nee, warum macht er denn auf einmal so viel Schaden? Ich dachte, ich halte nur mindestens einen aus. Da war es wieder. Oder das ist hier von Rudolfs. Wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Manfred! Peter, ist das Peter? Das ist, glaube ich, Peter, oder? Manfred, Essen kommt! So. Eudoros, ermordet! Bei den Göttern, er wurde ermordet. Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön. Er war so schön. Das ist Eudoros, arme Seele. Ich will da rüber. Ist da lang? So. Ja, guck mal, hier kommen wir leise raus. Oben lang. So. Wenn denn hier unten keiner ist. Ja, ich bin nicht gestorben. Das muss so. Ich wollte euch nur zeigen, wie es nicht geht und wie es jetzt richtig geht. Wisst ihr? Also. Der hat sich die Finger abgeschnitten dabei. Alter. Das stimmt. Desync bedeutet ja nicht sterben. Guter Hinweis. Guter Mann. Der John gefällt mir. So, wir können die neue Waffe wählen. Ab Stufe 2. 12. Oh ja, hier ein Kolbenbrecher. Adrenalin beim Töten, Adrenalinregeneration. So, und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Lass uns kurz gucken. Oh, was haben wir denn hier? Nachdem du dein Tier im Schlaffall betäubt hast, kannst du es... Ich kann das zähmen! Wie geil ist das denn? Man kann zähmen, Leute! Schlaffeile sind halt auch geil. Die sind voll einfach. Brandbomben. Oh, Brandbomben. Alter, Brandbomben.
Alter, Brandbomben sind richtig geil. Wisst ihr, wie viel Schaden Feuer macht? So. Okay, gucken wir mal bei Crash. Zack. Wieder zurück zu unserer alten. Wo ist sie? Zu unserer Liebsten. Wo ist unsere Liebste? Ich hab schon wieder Sehnsucht. Aber ich hoffe, diesmal machen sie wenigstens noch ein bisschen rum. Das war ja nix beim letzten Mal. Er hat sich ein bisschen rasiert. Die Birne rasiert. Aber das war ja nicht alles, was da läuft bei denen. Weißt du, die sehen sich ein paar Jahre nicht und alles, was sie dann machen, ist halb nackt zu baden und sich den Kopf zu rasieren. So. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudorus. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Quest abgeschlossen. Ah ja, so. Gucken wir mal. Trophäe erhalten. Das ist nur der Anfang. Wir haben die Schlange getötet. Schon wieder, liebe Schnulze. Lass sie doch auch mal.